Süd hatte ich vorher auch schon bei dem Bossfight, okay. Interesting. Lass mich raten, das ist Powerbomb. Ne, das ist gar nichts. Aber stimmt, ich habe keine Powerbomb. Nö, 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 ich darf nicht. Blödsinn. Wo ist denn hier der Ausgang? Bist du auch wirklich tot, du Scheißvieh? Anscheinend. Ach komm! Deine Gravity-Kacke interessiert mich nur nicht mehr. Machst du jetzt da oben? Hört das Vieh auch irgendwo mal auf, Kugeln zu schießen? Ach ja, wieder Gravity, okay. Dankeschön. Blöder Blechkasten, ey. Haben wir es dann? Darf ich jetzt weiter? Oder muss ich dich nochmal töten? Drecksvieh. Das war echt der einzige Boss, der mich extrem aufgeregt hat bisher. Ridley war okay. Kann ich jetzt vielleicht? Ne, da wollte ich ja gar nicht hin. Hier hoch wollte ich eigentlich. Weil ich mir das fast schon gedacht habe. Komm schon. Okay.
Moment, von hier bin ich gekommen. Richtig? Richtig, okay. Nee, oder? Doch, da oben ist der Speicherraum. Ja, ich laufe gerade wieder zurück. Okay. Irgendwie muss ich hier durch. Frage ist nur, wie. Ist das hier die Antwort? Oh, das war ein Regenerationstank, okay. Ich finde es ja fast schade, dass ich in Asa-M nicht gegen andere Metroids kämpfen muss. Er nimmt dem Spiel schon so ein bisschen was weg. Also der Amount an getöteten Metroids ist echt definitiv zu low. Ach stimmt, den bin ich ja eben andersrum gegangen, ne? Okay. Ach, genau. Mein Gott, das Zurückgelaufen zieht sich gerade ziemlich. Ist es nicht sogar einfacher, rechts zu gehen? Ja, es ist. Lol. Ich mit meinem komplizierten Geschüssel hier. So, da. Ich werde jetzt auch nicht um 12 Pause. Vielleicht mache ich um 12 eine kleine Pause, aber ich werde auf jeden Fall weiterspielen, bis ich es durch habe, weil ich glaube, viel ist nicht mehr. Also so vom Gefühl her. So. Hier ist also irgendwo ein Item. Ha. Ich habe dich genau gesehen, Missile Tank. Soll mal einer sagen, ich wäre blind. Ja, eigentlich schon, weil ich da glaube ich vorher schon 10 Mal dran vorbeigelatscht bin. So.
Ja, mir müssten auch nur noch Powerbomben fehlen. Also wie gesagt, ich vermute mal, das Spiel geht nicht mehr lang und deshalb werde ich das jetzt heute auch einfach durchziehen. Auch wenn ich dann nur 2 Tage für Metroid gebraucht habe. Also entweder ist das Spiel kürzer als einige andere Metroid-Teile oder ich bin einfach nur besser durchgekommen. Ich weiß es nicht. Wieder in Sektor 1. Ach ja, stimmt, hier gibt es ja irgendwo einen Überlebenden. Hallo Handy, ich weiß, dass wir 12 Uhr haben. Dankeschön für die Info. Du. Biowaffenlaboratorium. Okay. Die ist eh ein Speicherpunkt, das ist ganz praktisch. Ich würde so lang wie Super Metroid schätzen. Habe ich für Super Metroid auch nur 2 Tage gebraucht? Ich glaube schon. Ein weniger sogar. Ich glaube, Super Metroid ist ein Ticken kürzer als das hier. Also ich schätze das hier auf 8 Stunden Spielzeit und ich schätze Super Metroid auf 6 Stunden. Ist aber auch egal, wie gesagt. Ich mache jetzt mal eben eine kurze Pause. Nicht weglaufen, wir spielen das Spiel heute definitiv zu Ende. Ja. Wir spielen es heute definitiv zu Ende, wenn ich hier um 4 Uhr noch sitze und mir denke, ich bereue das tot. Ist mir egal, ich spiele das heute zu Ende. Jetzt bin ich einmal im Groove drin, das heißt, wir machen kurz 15 Minuten Pause und sehen uns danach wieder zum, ich sag mal, Ende von Metroid Other M. Bis dahin. So. Chat auf, alles klar. Tipp, Vollbild, sehr schön. Okay, wo muss ich lang? Da lang. Du. Hier waren wir doch dabei schon mal. Dum-dum-dum-dum. Dum-dum. Dum-dum. Keine Gegner diesmal. Warum blocken Ranken meinen Weg? Das ist voll uncool. Okay, wo muss ich lang? Gerade aus dem Raum raus. Das ist nicht hier, ne? Doch, das ist hier. Ignoriere die Gegner nicht, nö, Quatsch. Fällt überhaupt nicht auf. So. Ach so, hier muss ich ja wieder hoch. Da oben ist ein Item, wo ich nicht rankomme, weil ich zu wenig. Okay, egal. Ihr interessiert mich alle nicht. Eben nochmal speichern. Ja, man merkt, ich will das durchkommen. Ich ziehe ein bisschen den Speed an. Und in die Hocke. Und in die Hocke. Und in. Okay. Ridley, was los?
Was zur Hölle?